Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, Sie hier heute Abend in der Universitätsbibliothek Basel begrüßen zu dürfen zu den dritten Basler Gesprächen vom Übersetzen. Heute mit Frau Ilma Rakusa, mit der wir uns zusammen, Martin Zink und ich, Marco Kunz, unterhalten werden über ihre Übersetzerarbeit. Aber natürlich, Frau Rakusa ist bekannt als Schriftstellerin, sie ist auch Literaturwissenschaftlerin. Übersetzt. Das heißt, sie hat mit literarischen Texten zu tun aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Das ist besonders interessant, das Verhältnis zwischen dem literarischen Schaffen und dem Übersetzen. Und auch ganz besonders ist ihre Vielsprachigkeit. Die hat sie sozusagen fast in die Wiege gelegt bekommen als Tochter eines Slowenen und einer Ungarin. Die ersten Lebensjahre hat sie in verschiedenen Städten Europas verbracht, in Budapest, Ljubljana und Triest, und kam dann so etwa im Primarschulalter nach Zürich. Also ist schon in einer Vielsprachigkeit aufgewachsen, hat diese dann aber noch vergrößert während ihres Studiums. Sie hat Slawistik und Romanistik studiert in Zürich, Paris und St. Petersburg, also weitere Sprachen sind dazugekommen. Sie hat eine Doktorarbeit geschrieben über das Motiv der Einsamkeit in der russischen Literatur und dann 1977 ihr literarisches Schaffen begonnen mit Lyrik. Sie schreibt auch Prosatexte, Erzählungen, Essays, literaturwissenschaftliche Arbeiten. Sie haben hier auf diesem Blatt eine Liste, Sie sehen eine lange Liste, auf einer Seite hat sie nicht Platz, ihres literarischen Werkes, ihre Essays, Vorträge, die drauf arbeiten, editorisches und vor allem auf der Rückseite, was uns heute interessiert, ihre Übersetzungen aus vier Sprachen, aus dem Französischen, Russischen, Serbokratischen und Ungarischen. Und Sie haben nicht nur diese Liste, Sie können auch zumindest eine Auswahl dieser Bücher sich anschauen auf dem Büchertisch und auch kaufen natürlich, wenn Sie wollen. Ganz besonders interessant ist einerseits diese Vielsprachigkeit, über die wir uns unterhalten werden, aber auch, ich habe jetzt gesagt, sie ist Schriftstellerin, sie ist Literaturwissenschaftlerin, sie ist Übersetzerin, aber natürlich ist sie auch Leserin. Und das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, das klingt jetzt banal natürlich, aber übersetzen heißt ja auch zuallererst ganz genau lesen, bevor man übersetzen kann, ganz genau verstehen. Man kann es nicht leisten, einfach irgendwie Teile des Textes nicht zu verstehen. Und im Fall von Frau Rakusa ist es auch besonders interessant, denn Sie haben mir erzählt, Sie sind eigentlich beim Lesen von Texten, von Prosatexten von Marina Tsvetajewa zum Übersetzen gekommen, haben den Entschluss gefasst, ich möchte das übersetzen. Und da würde ich gerne das Gespräch damit beginnen. Wie wurden Sie von der Leserin zur Übersetzerin? Ja, das sind so Moments de grâce, wie man Französisch sagt, so Momente, wo man von einem Text oder von Texten so begeistert ist, dass ich dann jedenfalls in dem Moment das Bedürfnis hatte, das sogar mal ins Deutsche zu übertragen, zumal es damals kaum Übersetzungen von Marina Tsvetajewa gegeben hat. Einen kleinen Lyrikband von Christa Reinig übersetzt. Wir sprechen hier über das Jahr, über Anfang der 70er Jahre. Ich habe dann, wie gesagt, so ein Bändchen bei Benziger gemacht in der Broschur 1973. Also seither ist sehr viel von Tsvetajewa erschienen auf Deutsch. Damals gab es kaum etwas. Und auch dieser Wunsch, Literatur, die man im Original lesen kann, von der man überzeugt ist, die einen berührt, die einen künstlerisch überzeugt, die sozusagen zu vermitteln. Das ist ja natürlich auch ein wichtiger Aspekt des Übersetzens. Jedenfalls in meiner Übersetzerlaufbahn hat es mich immer gereizt, Werke zu übersetzen, die es auf Deutsch eben noch nicht gegeben hat, von Autoren, die es möglicherweise auch ins Deutsche noch nicht geschafft haben. Also das Übersetzen als Entdeckung, als Vermittlung.
Ja, und Sie haben auch geschrieben über Marina Tsvetajeva, Sie haben da eine ganz besondere Affinität entdeckt. Und Sie haben sich auch jahrelang eigentlich mit Ihrem Werk auseinandergesetzt. Vielleicht das ist auch ein wichtiger Punkt, übersetzen heißt ja nicht nur einen Text übersetzen, sondern eigentlich das ganze Werk lesen und kennen. Ja, also dann hat es bei mir begonnen. Ich habe vorher nur diesen Anfang versucht zu schildern, aber in der Tat, ich war von Tsvetajeva dann so eingenommen, dass diese Beschäftigung mit ihr sowohl übersetzerisch als auch editorisch als auch literaturwissenschaftlich weitergegangen ist. Ich habe später die autobiografische Prosa von ihr, eine sehr poetische Prosa, weil sie eigentlich in erster Linie Lyrikerin war, übersetzt, Mutter und die Musik, habe hier so ein bisschen was mitgenommen, einen Band mit Briefen, den Sie auf dem Büchertisch finden, im Feuer geschrieben. Das war sowohl eine übersetzerische als auch eine editorische Arbeit. Ich habe eine Briefauswahl zusammengestellt und mit Vorwort etc. versehen und übersetzt für das deutsche Leserpublikum. Ich habe ein Versdrama von ihr übersetzt, Phönix, das zu meinem großen Wohlgefallen, möchte ich fast sagen, zu meiner Freude auch aufgeführt worden ist in Berlin an der Schaubühne. Michael Grüber hat es inszeniert und Minetti hat die Hauptrolle gespielt, nämlich des Casanova. Es ist ein Stück über den alternden oder schon alten Casanova, der sich noch einmal verliebt auf Schloss Dux in Böhmen. Ja, über die Schwierigkeiten könnte ich jetzt auch gleich anschließend erzählen, nämlich ein Versdrama ist eben ein Versdrama bei Tsvetajeva, also in einem Metrum gehalten, in einem im Übrigen wechselnden Metrum, das ist nicht immer gleich, das wechselt je nach Szenen und auch gereimt zu größten Teilen. Hier hat sich dann die Frage gestellt, eben was macht man bei einem solchen Stück, das auch noch gespielt werden soll und gespielt wird auf Deutsch, kann man diese Reime, soll man sie beibehalten oder soll man es anders lösen? Ich kann nur ganz kurz sagen, was ich gemacht habe nach langem Hin und Her. Ich habe das Metrum ganz genau beibehalten und zwar auch alle Veränderungen des Metrums, habe aber auf Reime meistens verzichtet, aber viel mit Assonanzen und Alliterationen gearbeitet, dass doch eine Klanglichkeit entsteht, die diesem Original so nahe kommt. Und es soll auch noch eine gewisse Sprechbarkeit möglich sein. Das haben auch die Schauspieler dann im Feedback bestätigt oder eben nicht. Ich hatte mit einem ganz wunderbaren Dramaturgen damals der Schaubühne zu tun. Wir haben auch noch ein bisschen am Text gearbeitet, aber nicht wesentlich, sondern die konnten offenbar mit dieser Version dann doch leben und auch der Regisseur, der Grüber. Und es ist übrigens dann bei Suhrkamp, in der Bibliothek Suhrkamp, zweisprachig sogar erschienen, Russisch und in meiner deutschen Version. War eine sehr anspruchsvolle, aber auch sehr faszinierende Arbeit. Es ist dann auch sehr schön, sowas auf der Bühne zu sehen. Noch nie gab es auf Deutsch Tsvetajeva auf der Bühne, schon gar nicht auf der Schaubühne. Und das war auch wieder eine gewisse Befriedigung, diese Vermittlung möglich war, dass also Tsvetajeva nun plötzlich auch als Bühnenautorin präsent war. Das mit den Reimen ist so eine Sache. Also Tsvetajeva hat ja sehr viel Lyrik geschrieben, hauptsächlich Lyrik, und auch in den meisten Fällen mit Reimen operiert, aber sehr, sehr subtil und raffiniert. Ich habe von ihr nur ganz wenige Gedichte übersetzt, viel Prosa. Auch da eben bei der Lyrik ist auch immer wieder die Frage, was macht man mit den Reimen, was macht man, wenn es ein Metrum gibt. In der russischen Lyrik ist das sehr verbreitet, auch in der Moderne, eigentlich bis in die Gegenwart, dass man reimt und natürlich darf nicht Max und Moritz voller Tücke dabei rauskommen, vierhebige Trochäen und gereimt, da sind wir im Deutschen schon in einer bestimmten Weise festgelegt. Ja? Also diese lyrischen Traditionen, diese poetischen Traditionen sind gar nicht gleich im Deutschen und im Russischen, sondern man hat ja in der deutschen Lyrik im 20. Jahrhundert sehr lange auch auf den Reim verzichtet oder immer wieder auf den Reim verzichtet.
ihn dann wieder ein bisschen aus der Kiste hervorgeholt und ein bisschen anders behandelt. Während in der russischen Lyrik-Poesie gibt es auch im 20. Jahrhundert eine Kontinuität, die es ebenso bei uns nicht gibt. Und man muss auch diese Entwicklungen immer in Rechnung ziehen oder beziehungsweise im Bewusstsein haben, dass das nicht identisch verläuft und dass deshalb Reime im Deutschen manchmal nicht gut klingen, vor allem wenn man nicht geschickt ist im Reimen, dass man oft einem Autor keinen Gefallen tut, weil das plötzlich sehr epigonal klingt, wie drittrangige Poesie, wo man doch es zu tun hat mit einem Mandelstamm oder Zvetajeva oder Achmatova. Das ist sehr schwer und ich glaube, jeder, der solche Lyriker aus dem Russischen übersetzt, steht immer vor diesem gleichen Problem. Nichts machen, also die Reime ganz vernachlässigen, geht nicht. Es aber eins zu eins machen geht auch nicht. Das Russische hat viel mehr Reimwörter als das Deutsche, schon deshalb ist das keine 1-zu-1-Geschichte. Aber ich habe, wie gesagt, aus Vorsicht, weil mir das immer als Quadratur des Kreises erschien, habe ich vor russischer Lyrik eher ein bisschen Scheu gehabt und habe mehr poetische Prosa übersetzt von Lyrikern. Das schien mir irgendwie lösbarer zu sein, aber es ist natürlich eine großartige Lyrik, Zvetajeva. Bei uns ist der Reim auch ein bisschen, nicht nur, aber ein bisschen reserviert, vorbehalten für die humorigen Gedichte. Also man kommt da schnell unter Humorverdacht und so. Und gibt es denn auch solche Gedichte im Russischen? Also gibt es diese Art von Humor auch bei... Ja. Es gibt auch Humorvolles, es gibt auch ganz aparte Mischungen bei Daniil Charms, der auch Kindergedichte geschrieben hat, wo der Reim durchaus etwas Komisches haben kann, aber manchmal verwendet er ihn auch für sehr ernste Gedichte und das schillert so. Nein, die Russen sind große Meister, aber die russische Sprache ist da auch, besser geeignet, um zu reimen, weil sie mehr Reimwörter hat. Auch die Behandlung des Metrums ist so eine Sache, nicht? Sagen wir mal, im Russischen der vierhebige Jambus, den Puschkin viel verwendet hat, der hat etwas sehr, sehr Natürliches. Das ist so, dass man, wenn man Eugen Onegin liest auf Russisch, hat man oft gar nicht den Eindruck, dass das im Metrum geschrieben ist. Gereimt ist es auch noch. Es hatte eine große Natürlichkeit, eine größere, als es dann in der deutschen Übersetzung bekommt. Das gilt auch für Achmatova, Gedichte, die so etwas Fließendes und fast schon Gesprochenes haben, in Wirklichkeit aber ein Metrum haben und Reime. Und das klingt einfach sehr viel natürlicher. Und das ist das Problem, dass man nicht im Deutschen in so etwas unnatürlich Epigonales, Eklektisches reinkommt, was diesen ursprünglichen Ton dann doch nicht trifft. Ja? Das ist für mich immer ein Problem gewesen. Aber es gibt Leute, die das schon schaffen. Auf Deutsch, ich habe mich, wie gesagt, eher auf poetische Prosa konzentriert. Das liegt mir besser. Ganz einfach, weil ich den Eindruck hatte, das kann ich doch einigermaßen rüber retten ins Deutsche. Ja, und dann habe ich noch anderes von Zvetajeva übersetzt, aber nur um Ihre Frage doch zu beantworten. Also das ist weitergegangen. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass es ein Gewinn ist, wenn man von einem Autor, einer Autorin eben mehreres übersetzt, dass man es nicht bei einem Text bewenden lässt, sondern sich wirklich in ein Werk vertieft, in ein Werk, das ja seine Gesetzmäßigkeiten hat, seine Poetik, seine Imagination und dass man dadurch auch wirklich sozusagen die tiefen Strukturen besser erkennen kann. Ich habe es mir fast zur Angewohnheit gemacht, von einem Autor oder Autorin dann eben mehreres zu übersetzen im Laufe der Jahre, auch von Duras oder Danilo Kisch. Es ist nicht ein Buch geblieben, sondern die dauerhafte Beschäftigung mit verschiedenen Werken ein und desselben Autors fand ich immer sehr wichtig und das hat zu einer Vertiefung geführt, ganz einfach, die man nicht erreicht, wenn man nur so punktuell auf einen Text zugreift.
Sie wählen ja meistens die Werke, die Sie übersetzen, selbst aus eigenem Interesse. Wie war das bei Danilo Kisch? Da habe ich auch etwas von Ihnen gelesen. Bei Tsvetajewa, da war die Affinität da, bei Danilo Kisch eher das Gegenteil. Also da waren Sie stark gefordert, einen Text zu übersetzen, der irgendwie Ihrer eigenen literarischen Sprache nicht so entsprach? Oder was war das Problem oder das, was Sie gereizt hat bei Kisch? Ja, das übrigens mit der Affinität ist vielleicht auch was Gefährliches, wenn man plötzlich sagt, ich übersetze nur Autoren, zu denen ich eine Affinität verspüre. Vielleicht sitzen da auch Leute im Publikum, die sagen, Moment mal, ist das überhaupt eine gute Sache, wenn man sich auf das nur sozusagen konzentriert. Also zu Tsvetajewa habe ich tatsächlich so eine gewisse Affinität gespürt, wobei es geht nicht darum, sich da zu vergleichen, aber es war mir vertraut. Auf eine ganz interessante Weise fühlte ich mich dieser Prosa und auch diesen Gedichten irgendwie nahe. Bei Danilo Kisch, zu dem ich später gekommen bin, war das anders. Danilo Kisch ist ein serbischer Autor, der leider schon lange nicht mehr lebt. Er ist schon 89 gestorben, kurz bevor in Jugoslawien der Krieg anfing. Und da wurde mir ein Text auf Französisch von ihm und Serbokroatisch zugeschickt, nämlich ein Grabmal für Boris Davidovic, also im Original und in der französischen Übersetzung. Und da fragte eine Verlagslektorin von Piper, wie ich das finde und ob ich das nicht ins Deutsche übersetzen würde. Und ich war von diesem Roman sehr beeindruckt. Das ist jetzt gerade ein Roman über die Revolution, die ihre Kinder frisst. Das heißt, die meisten dieser Texte spielen in der Sowjetunion und diese Revolutionäre, die Helden dieser sieben Geschichten, kommen dann auch die meisten um. In stalinischen Lagern oder auf andere unglückliche Weise. Also wie gesagt, diese Schauplätze in der Sowjetunion, da hatte ich natürlich als Slawistin und Russistin schon auch gewisse Vorstellungen. Du hast auch ein Semester dort verbracht, mindestens, oder? Ein Jahr habe ich Jahr gelebt, ja, ja. Ich, ja. Aber zum Glück schon in Brezhnev-Zeiten, was aber auch noch nicht so ideal war. Mhm. Aber ist es heute ideal, das wissen wir alle nicht so genau, die wir hier leben, im schönen Basel. Ja, also jedenfalls, der Stoff hat mich sehr interessiert, aber Sie haben völlig recht, das ist ein harter Brocken gewesen. Das ist ein Roman, der also erstens ein sehr düsteres Thema hat. Es geht sehr viel um Tod und Verfolgung und Terror. Aber er ist unglaublich großartig geschrieben. Also es hat mich literarisch dermaßen überwältigt. Und ich habe mich gefragt, ob ich das kann, also ob ich das schaffen werde. Nicht, weil es, ich möchte jetzt nicht von einer weiblichen Schreibweise anfangen zu reden, aber Tsvetajewa ist natürlich da tatsächlich ein anderer Planet als Danilo Kisch. Aber Kisch ist im Übrigen, hat auch sehr poetische Züge und eine poetische Sensibilität. Er hat auch mit Gedichten angefangen. Ja, und ein zeitgenössischer Autor zur Abwechslung, da habe ich mir auch gesagt, das ist ja vielleicht auch mal interessant, einen zeitgenössischen Autor zu übersetzen, den ich vielleicht kennenlernen kann und dem ich sogar ein paar Fragen stellen kann. Da ist man doch vielleicht froh, wenn man nicht mit dem Jenseits kommunizieren muss, sondern mit einem konkreten Menschen, der zwar nicht Deutsch kann, aber meine Fragen schon beantworten kann. Ja, ich habe dann Ja gesagt und es wurde zu einer großen Herausforderung, aber zu einer meiner interessantesten Erfahrungen übersetzerisch, weil Kisch auch sehr raffiniert mit Dokumenten arbeitet in diesem Buch. Er hat sehr viel recherchiert für dieses Buch. Sozusagen die Übergänge zwischen Fiktion und Dokument sind aber sehr schwer zu erkennen. Das heißt, es gibt Zitate aller möglichen Art, aber erkennt man die so genau? Ja, wo sind die Schnittstellen? Und auch sprachlich, also da, wo er zitiert, kommt auch ein bisschen anderer Ton rein.
Dann gibt es den dokumentarischen Ton, den Ton des Chronisten. Dann gibt es ganz poetische Aufzählungen, die einen ganz anderen Ton haben. Und in dem Sinne war das sehr, sehr interessant zu übersetzen. Hast du dann das recherchieren müssen oder können? Also ich meine, diese Dokumente sind ja vielleicht nachprüfbar oder nachweisbar. Ja, da gab es tatsächlich, habe ich einiges recherchiert, ja. Mhm. Und manchmal habe ich ihn auch gefragt, ob das jetzt wirklich ein Dokument ist oder nicht. Und wir haben uns dann auch bald in Paris getroffen, ist auch eine Freundschaft draus geworden. Und es hat auch dazu geführt, dass nach dem Grabmal für Boris Dawidowitsch dann eben die Sanduhr kam, ein sehr andersrum, sehr komplizierter Roman, der viel mit dem Nouveau Roman zu tun hat, aber auch wieder vier bestimmte Herangehensweisen an einen bestimmten Stoff, nämlich den Holocaust, beinhaltet und auch da vier ganz verschiedene Stile. Das war die beiden großen Themen von Kisch waren einmal der Nationalsozialismus. Sein Vater ist als ungarischer Jude in Auschwitz umgekommen. Das Buch Sandor ist auch das Buch einer Vatersuche, denn er hat den Vater sehr früh verloren, im Alter von 9 Jahren. Und das andere große Thema ist eben der Stalinismus. Ich habe zuerst den späteren Roman übersetzt, dann Sanduhr, dann Essays von ihm, sehr interessante Essays zur Poetologie. Die habe ich da mitgebracht. Genau, Homo Poeticus. Ja, genau, also kann ich mal schnell hochhalten. Ich würde auch dich ganz schnell unterbrechen für einen Werbeblock, nämlich daran erinnern, dass diese Romane und ich glaube auch Essays, nein, Erzählungen, in einer Neuausgabe bei Hansa erschienen sind, wo auch die früheren Sachen erschienen sind. Ja. Dieser Materialband Daniela Kisch, Homo Poeticus, ist in der Edition Akzente auch bei Hansa erschienen und enthält eine ganze Reihe von Aufsätzen über und von, einen Teil hast du auch übersetzt da drin, andere haben, das sind kleine Passagen aus Büchern, glaube ich, auch Zitate, kann das sein, ja? Also, es sind Gespräche und Essays. Kisch war ausgesprochen belesen und hat hier über Borges Essays, über Nabokov, dann über sein eigenes Werk und es gibt hier auch Gespräche, also so Interviews sind auch in dem Band, ja. Ja, das ist gerade jetzt erschienen, der Familienzirkus, für die 5 großen Romane von ihm, ja. 2 habe ich übersetzt, die anderen haben andere übersetzt. Ich habe dann auch noch einen Band mit nachgelassenen Erzählungen, posthumen Erzählungen übersetzt und auch Theaterstücke von ihm. Auch hier hat sich diese vertiefte Auseinandersetzung, finde ich, gelohnt, also auch für mich persönlich, weil, wie gesagt, jedes literarische Werk und je bedeutender ist, desto mehr ist eine Art von Kosmos, von eigenem Universum. Und da kann man wie in der Geografie reden von Bergen und Tälern und Städten und Flüssen und so weiter und Verzweigungen. Und man merkt, wenn man ein Gesamtwerk mehr oder weniger kennt, auch wie das alles miteinander zusammenhängt. Und das wird sehr interessant, also auch für Interpreten und Wissenschaftler, nicht nur für Übersetzer, aber als Übersetzer muss man sich da besonders gut auskennen, um auch sozusagen das Alphabet eines Autors, jeder Autor hat auch sein Alphabet, seine Sprache, seine imaginative Welt, um das zu ergründen. Und es bleiben immer noch blinde Flecken. Ich behaupte nicht, dass ich das alles ganz ergründet habe. Leider ist auch Kisch schon lange tot. Fragen kann man ihn nicht mehr, aber es war schön, mit ihm doch auch Gespräche zu führen. Sind das, um gleich an dieses Letzte anzuknüpfen, sind das auch revidierte Übersetzungen? Also die sind jetzt neu rausgekommen, 2 übersetzt von dir. Hast du die nochmals angeschaut, diese Übersetzungen? Ich bin noch einmal durch, habe noch tatsächlich 2, 3 Sachen geändert. Die Enzyklopädie der Toten wurde ganz neu übersetzt von Katharina Wolf-Grieshaber. Und Garten Asche wurde revidiert von 2 Übersetzern und Frühe Leiden auch. Nein, Entschuldigung, das nicht. Frühe Leiden ist von Ivan Ivania. Ja, ich habe da noch ein Nachwort beigesteuert, aber egal, ich mache jetzt nicht noch mehr Werbung. Bloß das ist neu und der Autor ist wirklich eine Entdeckung wert.
Er ist nämlich gerade gestorben, als die Rezeption im deutschsprachigen Raum anfing, als es so richtig hätte losgehen können, ist er leider an Lungenkrebs gestorben. Er war ein Kettenraucher. Und ja, dann wurde das irgendwie gekappt. Und leider ist es ja heutzutage so, wenn Autoren nicht persönlich zugegen sind und immer mal wieder auftreten, Lesungen geben, Gespräche, Interviews, sind sie sehr schnell weg vom Fenster. Das ist aber ein moderner Klassiker mittlerweile, ja. Vermisse ihn sehr. Ich hätte auch gerne weiter übersetzt, aber jetzt gibt es nichts mehr zu übersetzen. Es ist alles, bis auf noch ganz kleine Dinge, ist eigentlich vorbei, ja. Eine andere Sprache, aus der Sie übersetzt haben, das Ungarische, die Sprache Ihrer Mutter. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, Ihre Muttersprache, aber die Sprache Ihrer Mutter. Und hier kommt ja auch dazu, das ist eine nicht-indogermanische Sprache, die hat andere grammatikalische Strukturen. War das einerseits eine zusätzliche Schwierigkeit oder Herausforderung, oder gibt es da Sachen, wo Sie wirklich vor Problemen stehen, weil das Ungarische irgendwie anders funktioniert als das Deutsche grammatikalisch? Ja, das Ungarische funktioniert tatsächlich in einigem ganz anders. Nun bin ich mit dem Ungarischen groß geworden, ich bin aber nie in die ungarischen Schulen, weil ich war ja mit 6 schon in Zürich und habe hier die Schulen gemacht. Also das Ungarische blieb lange Zeit eine Familiensprache, eine Umgangssprache. Ich habe aber später mich dann sehr reingekniet und habe vieles nachgeholt und sehr viel gelesen. Ja, zum Beispiel gibt es im Ungarischen eine Besonderheit. Es gibt kein grammatikalisches Genus, kein grammatikalisches Geschlecht. Wir denken ja immer männlich, weiblich, auch noch sächlich. Das gibt es überhaupt nicht. Also Sie können im Ungarischen, wenn Sie es geschickt anstellen, ein Buch schreiben und 60 Seiten lang wissen wir als Leser nicht, ob dieser Protagonist ein Mann oder eine Frau ist. Das kann man machen. Das kann man machen. Übrigens auch im Türkischen. Ich habe vorgestern mit einer türkischen Autorin gesprochen, die das genau gemacht hat, weil das Türkische auch kein grammatikalisches Geschlecht hat. Und der Leser bleibt im Ungewissen. Ne? Schluck Wasser trinken. Ja. Ich versuche laut zu sprechen. Und ja, also die Türkin wollte das machen, um das Ganze in der Schwebe zu lassen. Ja? Und ich habe zum Beispiel Peter Nadasch übersetzt, der auch immer wieder Passagen hat, wo Dialoge geführt werden, also so sozusagen außerhalb eines Kontexts. Und man weiß Ungarisch nicht, ob 2 Männer miteinander reden, ein Mann und eine Frau oder 2 Frauen. Wenn sie das nicht irgendwie charakterisieren durch Kleidung, Aussehen oder irgend so und auch nicht, wie gesagt, sagte er, gibt es ja nicht, sagte Ö, und das muss man gar nicht sagen, also sagte und dann ist es offen. Und bei Nadasch ist das ein sehr bewusstes Spiel, weil Nadasch liebt die Androgynität, das ist er selber auch, bisexuell, und er liebt es, manchmal solche Beziehungen im Wagen zu lassen. Das heißt, den Leser, den Ungarischen auch natürlich, im Wagen zu lassen, ob 2 Männer oder 2 Frauen oder Mann und Frau miteinander zu tun haben. Und diese türkische Autorin hat es aus den gleichen Gründen auch gemacht. Und solche Dinge. Ich musste Peter Nadasch anrufen. Ich habe gesagt, ich muss mich festlegen. Ich weiß überhaupt nicht, wer da miteinander redet. Keine Namen. Also Namen würden ja auch helfen. Ne? Es gibt ja Männernamen und Frauennamen, aber wenn nichts da steht. Ja, solche Dinge. Ja, das ist im Ungarischen alles möglich. Und vieles andere ist auch anders. Die Syntax ist anders, wenn auch nicht so anders wie im Türkischen. Ein bisschen mehr vom Indoeuropäischen beeinflusst. Das Ungarische hat nur 3 Zeiten. Auch da, wenn wir im Ungarischen einen Vergangenheitstempus haben, können wir im Deutschen nicht immer Imperfekt nehmen. Wir haben ja im Deutschen die Möglichkeit, Vorzeitigkeit und so weiter auszudrücken. Muss ich immer entscheiden, ist das ein Perfekt, ein Imperfekt oder ein
Plusquamperfekt, ja, im Deutschen. Das Ungarische hat nur eine Vergangenheitszeit. Und so weiter. Also ich könnte da noch lange weiterreden, aber wie gesagt, ein sehr besonderes Charakteristikum ist dieses fehlende grammatikalische Geschlecht, und das kann riesige Probleme verursachen. Das Deutsche verlangt einfach nach einer Erklärung, und wenn es die nicht gibt, ist man schon ein bisschen verloren. Kann es dabei passieren, dass zwei dasselbe Buch vollkommen verschieden übersetzen, weil sie verschiedene Entscheidungen fällen? Also was die Zeiten angeht oder so? Ach so, nein, mit den Zeiten. Das kann man dann schon im Deutschen entscheiden, dass aus dem Kontext, ob das vorzeitig sein muss. Aber ich meine, ich kenne jetzt keinen Autor, auch Nadasch nicht, der bis auf einzelne Passagen so vage bleibt, dass man bis ans Ende eines Buches im Ungewissen bleibt. Das nicht. Und auch die Asli Erdogan, die Türkin, hat dann nach Seite 61 dann entschieden, es zu klären. Aber bis Seite 61 weiß man das nicht im Türkischen. Faszinierende Sachen. Und ich finde eben, dass, wenn man sowieso daran interessiert ist, gewisse Sachen vielbezüglich zu halten, dann kommt einem eine Sprache wie Ungarisch sehr entgegen. Mhm. Und kann es jetzt umgekehrt passieren? Auf Seite 70 des Romans von Peter Nadasch klärt sich, das ist nun mal ein Mann und eine Frau, nehmen wir es mal an, dass man rückwirkend, also nochmal auf Seite 1 beginnt und von dort her im Wissen um das, was auf Seite 70 eintreten wird, die Übersetzung nochmal so perspektivisch ordnet. Ist das erlaubt? Ist das zulässig? Ja, sicher. Du meinst als Übersetzer? Ja, klar. Ja, klar. Ja, 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 ja. Aber den Fall hatte ich, wie gesagt, nicht. Ich habe bei Nadasch auch sonst immer wieder auch syntaktische solche Vielbezüglichkeiten gesehen und musste mich damit irgendwie auch auseinandersetzen. Ich habe ja von ihm sämtliche Theaterstücke übersetzt, und da spielt er auch mit solchen Dingen, die unklar bleiben und wo man, wenn das Deutsche es einigermaßen erlaubt, so viel Wahrheit wie möglich auch im Deutschen behalten muss. Also man darf ja nicht einen Autor, der das als zum Stilprinzip macht, dann in ein absolut sonnenklares Deutsch übersetzen, sondern man muss gewisse Wahrheiten versuchen, im Deutschen zu reproduzieren. Aber beim Geschlecht nicht. Also da haben wir wirklich keine Wahl. Wir müssen uns festlegen. Wir müssen uns festlegen. Ja, das Ungarische ist da sehr interessant. Schon anders. Ich sage nicht, dass ich am liebsten aus dem Ungarischen übersetze. Ich übersetze aus irgendwelchen Gründen lieber aus dem Russischen als aus dem Ungarischen. Vielleicht, weil mir das vielleicht manchmal auch ein bisschen zu vage ist. Kann sein. Also ich habe es noch nicht so ganz rausgekriegt, was es ist. Die Syntax ist auch eine. Man muss das Pferd immer von hinten aufzäumen im Ungarischen. Man muss die Sätze, lange Sätze lesen, und erst am Schluss kann man überhaupt zu einer Lösung kommen. Ja, das ist auch, also syntaktisch auch ein bisschen vertrackt, das Ungarische. Das macht die ganze Lesebewegung schwieriger. Ich bin des Ungarischen leider gar nicht mächtig, aber das bisschen, das ich gelesen habe, halt immer in der deutschen Anfertigung, ist ja hinreißend. Diese ungarischen Autoren sind ja wahnsinnig spannend. Ja, sie sind wirklich sehr, sehr interessant. Auch die zeitgenössischen Autoren, es gibt ganz viele. Ich habe György Dragoman nicht selber übersetzt, aber das ist so ein junger Autor, hochbegabt. Ich habe allerdings ein Gutachten für Suhrkamp gemacht über seinen neuesten Roman, wo auch dieses Problem auftauchte. Ich habe auch mindestens 30 Seiten gelesen und wusste nicht, ob das ein Protagonist ist oder eine Protagonistin. Es wurde nicht klar, also aus dem Kontext nicht. Ihr Name wurde nicht es ist eine Frau, aber vor Seite 30 habe ich das nicht herausbekommen, weil nichts darauf hinwies. Ja? Grammatikalisch sowieso nicht, aber auch kein Name, keine Kleidung, irgendetwas, was auf eine Frau, sogar eine junge Frau hingewiesen hätte. Ich wusste nicht, ist es ein junger Mann, eine junge Frau? Mindestens 30 Seiten lang. Also es ist sehr vertrackt. Großartiger Autor, kommt nächstes Jahr bei Suhrkamp, sein zweiter Roman. Jetzt ist gerade bei Suhrkamp der
Roman von Szilárd Borbély erschien, Die Mittellosen. Leider hat sich der Autor das Leben genommen im Februar. Aber auch ein Autor, der leben könnte, also Mitte 50, als er gestorben ist. Auch noch jüngere Autoren, ist wirklich eine sehr interessante Literatur. Und da sind die Großmeister immer noch Nádasdy, Kertész, Esterházy und andere, die weiterschreiben, wenn auch Kertész leider wenig. Er wollte, dass ich einen Roman von ihm, an dem er vor 4 Jahren noch gearbeitet hat, übersetze, Dr. Sonderberg. Ich habe nur den Anfang für die Neue Zürcher Zeitung übersetzt, zu seinem Geburtstag vor ein paar Jahren. Und er sagt, versprechen Sie mir, dass Sie das Ganze übersetzen. Er ist aber so krank, dass dieser Roman wahrscheinlich nie geschrieben werden wird. Leider, ja. Ja, gerade das Ungarische ist eine Sprache, die ja sehr selten als Fremdsprache gelernt wird. Also ist man vielleicht als Übersetzerin stärker Vermittlerin als bei anderen Sprachen. Wie sehen Sie da Ihre Rolle beim Übersetzen? Also Sie haben jetzt auch davon gesprochen, von anderen Texten, die Sie nicht übersetzt haben, die den Leuten eigentlich sagen, das sollte man lesen, das ist sehr interessant. Sehen Sie da auch eine ganz wichtige Rolle, diese Literatur bekannt zu machen? Ja, aber nicht jetzt nur als Übersetzerin. Ich habe nicht so viel aus dem Ungarischen übersetzt, aber ich mache regelmäßig Gutachten für Verlage wie Suhrkamp und Hansa und viel ungarische Literatur, weil ich da immer sehr fündig werde. Und manchmal bespreche ich auch ungarische Titel in der Neuen Zürcher Zeitung oder so. Das ist auch ein Teil der Vermittlung, wenn das Buch da ist. Es gibt hervorragende Übersetzer, Übersetzerinnen aus dem Ungarischen. Also da darf ich Krisztina Virág nennen oder Zsuzsanna Gáze oder Heike Fleming oder Teresia Mora, eine der allerfantasievollsten Übersetzerinnen und Autorinnen, die zum Beispiel Peter Esterházy das große Buch Harmonia Celestis übersetzt hat. Es sind ganz wunderbare Übersetzerinnen, aber auch Hans Eisterer. Und immer auch Autorinnen. Der Darwashi übersetzt. Ja, zufällig hier, ja. Mhm, Krisztina Virág ist Autorin und Übersetzerin, Teresia Mora, Ditto und auch Zsuzsanna Gáze. Mhm. Das kann man kombinieren. Mhm, ja. Kann man kombinieren, ja. Ja, ich hätte gerne jetzt den neuesten Esterházy gemacht und habe geschrieben und mich da so schon vorsichtig angemeldet. Und dann sagte aber Peter Esterházy, dass das neueste Buch mit dem vorletzten zusammenhängt und das vorletzte wird von Heike Fleming übersetzt und es wäre sinnvoll, wenn sie auch dieses macht. Das hätte ich jetzt furchtbar gern übersetzt, das neueste, ja. Ja, das gibt ja auch eine gewisse Kohärenz natürlich, wenn ein Autor hauptsächlich von der gleichen Person übersetzt wird. Und wie ist es jetzt für Sie, wenn Sie auch bei Marguerite Duras und haben die mehrere Werke übersetzt, liest man dann auf Deutsch diese Autoren in der Sprache von Ilmar Racusa oder wie sehen Sie das? Das müssen die Leser beurteilen. Ich weiß nicht, es gibt schon Unterschiede, glaube ich. Also zum Beispiel Esterházy wurde von Teresia Mora, von Zsuzsanna Gáze übersetzt und ich weiß nicht, ob Krisztina Virág auch mal, ich habe nur einen ganz kurzen Text übersetzt. Also es gibt schon auch einen Ton, den die Übersetzer selber produzieren. Die Übersetzungen von Jürg Lederach, finde ich, erkennt man. Er sitzt da und ich schaue ihn an. Und er hat im Deutschen auch einen ganz eigenen, er hat auch eine Duras übersetzt, die sicher ein bisschen anders klingt als meine. Und das ist schon interessant. Also es gibt einen Ton, den die Übersetzer und Übersetzerinnen erzeugen und dieser Ton kann sich schon etwas unterscheiden. Obwohl, glaube ich, jeder von uns bemüht ist, gerade den sogenannten Ton möglichst zu treffen, weil es immer um diesen Ton geht, gerade bei großen Autoren ist das so entscheidend, dass man da hinhört und dass man auch diesen Ton
wiedergebt. Und, aber auch in diesem Ton gibt es Unterschiede. Also ich habe immer wieder überlegt, was macht die Paul Celan'schen Übersetzungen so besonders, ja. Wenn er Mandelstamm übersetzt, ist es anders, oder es ist anders, wenn Ralf Dudli Mandelstamm übersetzt, als wenn Celan das macht. Celan hat immer ein bisschen auch sich mit übersetzt, aber trotzdem finde ich seine Übersetzungen wirklich großartig. Das sind, wie man so schön sagt, kongeniale Übersetzungen. Ein Wort, das man nicht, mit dem man nicht Missbrauch treiben darf, aber im Falle von Celan trifft das einfach zu bei Lyrik. Aber die sind schon besonders. Und zum Beispiel auch Ernst Jandl hat übersetzt aus dem Englischen. Peter Handke hat übersetzt aus dem Französischen, Emmanuel Beau aus dem Altgriechischen. Ja, aus dem Englischen, Walker Percy. Ein bisschen aus dem Englischen und aus dem Slowenischen. Und eben Französisch seine René Char-Übersetzungen fand ich immer sehr handkesch. Also ich habe da, wenn ich da dann Char wirklich Französisch gelesen habe, ist mir das anders vorgekommen als in seiner Übersetzung, nämlich in der handkeschen Übersetzung. Er verwendet manchmal Ausdrücke, die, also da müsste man Beispiele bringen, ich will ja jetzt nicht über Handke reden, die aber verräterisch sind. Das sind eigentlich, die gehören zum Handke-Vokabular. Und so fühlt man sich in einer Handke-Welt, die ganz schön ist. Also das kann schon, bei Emmanuel Beau, finde ich, passt das gut. Bei René Char, finde ich, passte es nicht immer. Und Altgriechisch kann ich nicht. Aber ich habe meinen Aufsatz über Handke als Übersetzer geschrieben und habe da ein bisschen genauer hingeguckt und schon gemerkt, dass er sich quasi auch mit einbringt, so wie die mittelalterlichen Maler, die auch immer ein kleines Porträt von sich selbst und dem Stifter noch reingemalt haben. So gibt es so kleine Signaturen, eine Handke-Signatur, eine Jandl-Signatur. Das ist überhaupt nicht verboten. Ich versuche das zu vermeiden. Also bei mir geht es nicht darum, dass ich mich selbst in die Übersetzungen noch mehr einbringe als nötig, ja, sondern da bin ich eher eine Art Medium, ein reflektiertes Medium. Also ich kontrolliere schon sehr, was ich da tue, aber es ist eine Durchlässigkeit da, die ich nicht durch meinen eigenen Personalstil und durch meine eigenen Vorstellungen brechen möchte, ja. Die vierte Sprache ist ja Französisch, aus der Sie übersetzt haben, Marguerite Duras, die Sie ja sehr lieben und verehren. Und da haben Sie mir erzählt, dass gerade bei Duras der Rhythmus, die Melodie ganz besonders wichtig war und dass Sie da ganz stark daran gearbeitet haben, das auch im Deutschen, in der Syntax, im Rhythmus möglichst parallel zu machen. Ja, das ist wirklich so. Sie hat eine Prosa, die musikalisch ist. Sie hat auch selber sich in dieser Beziehung geäußert, indem sie gesagt hat, die schlimmsten Fehler sind die musikalischen. Es gibt von ihr diesen Satz. Sie hat ganz wenig übersetzt, Tschechow, ich weiß nicht wie, weil sie kann nicht Russisch oder konnte nicht Russisch, aber es gibt Tschechow von Duras. Also mit Interlinearübersetzung vielleicht. Und in der Tat, also diesen Satz beherzigend, habe ich bei ihr sehr an dieser Musikalität und am Rhythmus gearbeitet, auch beim Armand, Liebhaber und den anderen Büchern, die ich übersetzt habe. Es ist Rhythmus, es ist natürlich auch, sind sehr viele Assonanzen, Alliterationen. Da kann ich auch gern mal vielleicht ein Beispiel bringen, damit es ein bisschen konkreter und handfester wird. Das gelingt auch nicht immer eins zu eins im Deutschen, nicht immer an derselben Stelle, also diese ganzen Assonanzen so. Eigentlich ist es auch eine sehr poetische Prosa. In einigen ihrer ganz schmalen Bücher hat sie auch einen sehr reduzierten Stil verwendet, also der sehr elliptisch ist, sehr, mit sehr vielen weißen Stellen, on dit en français des blancs, gearbeitet hat, also bewusst mit solchen Auslassungen,
wo die Fantasie des Lesers ergänzen muss. Also elliptisch reduziert, das sind Texte, die manchmal fast so was Beckett-haftes haben. Zum Beispiel La Maladie de la Mort, also diese ganz schmalen Bücher, die habe ich nicht übersetzt. Das hat Handke übersetzt, glaube ich. Da hat Handke etwas übersetzt, ja, La Maladie de la Mort, aber auch andere, ja. Sehr starke Texte. Ich bin dann auf sie gestoßen mit L'été 80, Sommer 80. Kleines, aber sehr schönes, auch sehr poetisches Buch, so sieht es aus, das ich an einem Sommer gelesen habe in Südfrankreich, habe ich das Buch gekauft, gelesen und das war auch so eine Liebe auf den ersten Blick und habe gleich in den Ferien ein Gutachten geschrieben für den Suhrkamp Verlag und gesagt, ich finde das Buch sehr schön und würde es sogar selber übersetzen, wenn das geht. Und tatsächlich kam sehr schnell das grüne Licht. Ich habe mich auch sofort an die Arbeit gemacht und nach einem Jahr war das Buch draußen. Also so läuft es selten, so schnell und rund und erfreulich. Aber es ist ein hinreißendes Buch, die Chronik des Sommers 1980. Es ist zum Teil wirklich eine Chronik, es ist eine Liebesgeschichte, es ist, reflektiert auch die Ereignisse dieses Sommers. Sie hat das eigentlich für die Zeitung Libération geschrieben, im Wochentakt. Zu diesem Buch kann ich nur noch schnell eine kleine, nicht Anekdote erzählen, aber eine kleine Schwierigkeit. Es kommt hier auch eine Liebesgeschichte vor, eine Liebesgeschichte, eine platonische, zwischen einem Kind, einem vielleicht sechsjährigen Kind und einer jungen Betreuerin eines Sommerlagers. La jeune monitrice ou bien la jeune fille und l'enfant. Nun, wie gesagt, eine platonische, zarte Geschichte, die über Märchen läuft und über einige Berührungen. Sehr schön, sehr, sehr zart, sehr poetisch. Daneben gibt es die Liebesgeschichte zwischen der Autorin und Jan Andrea, eine reale Liebesgeschichte. Nun gut, wir haben im Französischen La jeune fille und l'enfant. Das wäre im Deutschen, wenn man das eins zu eins übersetzt, also das Kind und das Mädchen. Also wir haben zwei Neutra, ja, das Kind und das Mädchen. Also eine Liebesgeschichte zwischen zwei Neutra, zwischen S und S funktioniert nicht. Manchmal haben sie auch nur das Pronomen und da haben sie Französisch eben L und Lui. Also es ist Maskulin-Feminin und S und S. Und da habe ich dann schon, musste ich ausweichen auf die junge Betreuerin oder dass wenigstens mal ein Femininum kommt und das Kind ist dann irgendwie neutrum, ja. Aber sonst kann ich keine Liebesgeschichte erzählen. So, das habe ich erst beim Übersetzen gemerkt, dass das ein kleiner Stolperstein ist. Ja. Und dann kam als nächstes die Anfrage des Verlags, den Liebhaber betreffend, und dann habe ich den Liebhaber übersetzt und dann noch weitere Werke. Also alles hat irgendwie eine Geschichte. Es fängt irgendwie oft bei mir mit einer Liebe an und dann läuft es weiter, dann meldet sich manchmal dann auch jemand anders und fragt nach einer Fortsetzung. Aber so der Initialimpuls kam in sehr vielen Fällen von mir und als kleine Liebesgeschichte, ja. Das wäre doch schön, hier einen Auszug. Das war ja das erfolgreichste Buch von Marguerite Duras mit dem Prix Goncourt 1984 und so. Dieses Exemplar habe ich meiner Großmutter geschenkt, hat es mir zurückgegeben, gesagt, sie habe das schon dreimal bekommen. Also darum habe ich es behalten und so. Darum habe ich das auch mit diesem Band drumherum. Und das war auch deine erfolgreichste Übersetzung mit unzähligen Ausgaben. Ich habe hier noch die mitgebracht von der Süddeutschen Zeitung. Ja, das war die Originalausgabe, die sah so aus. Ja, also erfolgreichste, einfach im Sinne des Absatzes. Ja. Und da habe ich auch, das erzähle ich jetzt so, in diesem nicht so riesigen Kreis habe ich auch mal mir irgendwie einen besseren Vertrag machen lassen, da ich das unter Zeitdruck übersetzen musste, weil der Goncourt bedeutete, dass das schon Bestseller war. Und da wollte Suhrkamp das schnell. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es schnell machen muss, was ich ungern tue, dann möchte ich beteiligt sein. Ich möchte einen Prozentevertrag. Und
ausnahmsweise habe ich das bekommen, aber nicht für die Nebenrechte, nur für die Hardcover-Ausgabe. Und insofern war ich beteiligt und habe ein bisschen was verdient, ja. Also gar nicht mal so schlecht. Sonst verdient man nicht sehr viel als Übersetzer, wie Sie wahrscheinlich wissen. Darüber müssen wir jetzt auch nicht viel Worte verdienen, obwohl das eine traurige Sache ist. Also wenn man wirklich nur vom Übersetzen leben muss, muss man eigentlich sehr, sehr viel übersetzen und auch was so reinkommt, man kann dann auch nicht wählerisch sein, nur damit man über die Runden kommt. Das ist sehr schade, das ist sehr schade. Auch bei diesem Buch gab es immer wieder Schwierigkeiten. Also ich lese Ihnen mal eine Passage französisch vor und muss Sie dann enttäuschen, das klingt deutsch wirklich nicht schön und ganz anders. Es gibt eine, den Inhalt kann ich jetzt nicht auch noch resümieren, also es ist eine sehr autobiografisch gefärbte Geschichte der jungen Duras, die in Indochina aufgewachsen ist, in Saigon, und zur Schule ging und hier schon als Halbwüchsige einen reichen Chinesen kennengelernt hat, mit dem sie eine Beziehung hatte. Ob es Liebe war, weiß man bis zum Schluss nicht, aber es war eine stark erotische Beziehung. Und sie ist aber immer wieder zurück in die Pension gegangen, wo sie gelebt hat. Ihre Mutter war selber Lehrerin, der Vater war zu dem Zeitpunkt schon tot und es gab noch die beiden Brüder. Und hier also eine Mitbewohnerin des Pensionats und Mitschülerin heißt Hélène L. bzw. Hélène Lagonelle. Das ist ihr Name. Nun schauen Sie, was Duras daraus macht. Hélène L., Hélène Lagonelle. Elle fera finalement ce que sa mère voudra. Elle est beaucoup plus belle que moi, que celle-ci au chapeau de clown chaussée de lamé. Infiniment plus mariable qu'elle, Hélène Lagonelle. Elle, on peut la marier, l'établir dans la conjugalité, l'effrayer, lui expliquer ce qui lui fait peur et qu'elle ne comprend pas, lui ordonner de rester là, d'attendre. Der Name Hélène Lagonelle, elle, und das Pronomen elle, das Duras sowieso sehr viel wiederholt, was man deutsch nicht machen kann. Also im Französischen kann man das betonen und wiederholt es. Ja? Aber sie, also Hélène Lagonelle und sie reimt schon überhaupt nicht. Und diese Stelle ist im Eimer auf Deutsch. Die funktioniert nicht, es geht noch weiter. Hélène Lagonelle, elle, elle ne sait pas encore ce que je sais. Elle, elle a pourtant 17 ans. C'est comme si je le devinais, elle ne saura jamais ce que je sais. Je suis exténué du désir d'Hélène Lagonelle und so weiter. Je suis exténué du désir. Also mit dieser Hélène Lagonelle, das ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Es war tatsächlich eine Art von lesbischer Annäherung. Die andere hat es nicht empfunden, hat es nicht verstanden, aber von Duras Seite aus. Und eigentlich funktioniert sie nur in der Sprache, diese Liebesgeschichte. In Wirklichkeit hat es sie nicht gegeben. Da, ja, das klingt deutsch halt ganz anders. Sie, Hélène L., Hélène Lagonelle, schließlich wird sie tun, was ihre Mutter verlangt. Sie ist viel schöner als ich mit meinem Clownshut, mit meinen Goldschuhen. Unendlich viel heiratsfähiger ist sie, Hélène Lagonelle. Man kann sie verheiraten, in der Ehe unterbringen, kann sie erschrecken, kann ihr erklären, was ihr Angst macht und was sie nicht versteht, kann ihr befehlen, da zu bleiben, zu warten. Hélène Lagonelle, nein, sie weiß noch nicht. Sie weiß noch nicht, was ich weiß, obwohl sie schon 17 ist. Es ist, als ahnte ich, dass sie nie wissen wird, was ich weiß. Der Körper von Hélène Lagonelle ist schwer, unschuldig noch. Die Zartheit ihrer Haut ist die gewisser Früchte, kaum fassbar, ein wenig trügerisch, nicht auszuhalten. Also ich habe dann versucht, wenigstens hier mit Assonanzen zu arbeiten. Die Zartheit ihrer Haut ist die gewisser Früchte, kaum fassbar. Und hier ein bisschen was nachzumachen. Das ist eine schöne Stelle, die aber leider nicht die gleiche Klanglichkeit erzeugt.
Es gibt vielleicht noch eine kurze Stelle, die ich vorlesen könnte, die sehr schön ist, nämlich es ist der Abschied der Protagonistin von Saigon. Sie besteigt ein Schiff und fährt zurück nach Frankreich. Und das ist eigentlich eine ganz kurze Passage, die alles Wichtige beinhaltet und die sehr schön rhythmisch gebaut ist, sehr musikalisch. Hier habe ich wirklich versucht, bis auf die Silbe genau zu arbeiten. Das Französische ist manchmal kürzer als das Deutsche. Ich habe hier in einigen Sätzen, ich habe jetzt noch mal die letzten drei Sätze nachgezählt. Im Französischen sind es 31 Silben und bei mir 32, also ist nur eine Silbe mehr. Das ist ganz entscheidend, weil es um den Rhythmus geht. Ich muss Ihnen das aber vielleicht doch auch französisch vorlesen. Es ist nicht lang. Lorsque l'heure du départ approchait, le bateau lançait trois coups de sirène très longs, d'une force terrible. Il s'entendait dans toute la ville et du côté du port, le ciel devenait noir. Les remorqueurs s'approchaient alors du bateau et le tiraient vers la travée centrale de la rivière. Lorsque c'était fait, les remorqueurs larguaient leurs amarres et revenaient vers le port. Alors le bateau, encore une fois, disait adieu et lançait de nouveau ces mugissements terribles et si mystérieusement tristes qui faisaient pleurer les gens, non seulement ceux du voyage, ceux qui se séparaient, mais ceux qui étaient venus regarder aussi, et ceux qui étaient là sans raison précise, qui n'avaient personne à qui penser. Le bateau, ensuite, très lentement, avec ses propres forces, s'engageait dans la rivière. Longtemps, on voyait sa forme haute avancer vers la mer. Beaucoup de gens restaient là à le regarder, à faire des signes de plus en plus ralentis, de plus en plus découragés, avec leurs écharpes, leurs mouchoirs, et puis, à la fin, la terre emportait la forme du bateau dans sa courbure. Par temps clair, on le voyait lentement sombrer. Als die Stunde der Abfahrt nahte, stieß das Schiff ein dreimaliges, lang anhaltendes Sirenengeheul von schrecklicher Gewalt aus. Es war in der ganzen Stadt zu hören und in der Hafengegend wurde der Himmel schwarz. Die Schlepper fuhren nun ans Schiff heran und zogen es zur Hauptfahrrinne. Danach lösten sie die Ankertaue und kehrten zum Hafen zurück. Das Schiff nahm nun noch einmal Abschied, stieß erneut sein fürchterliches und so geheimnisvoll trauriges Gebrüll aus, das die Leute zum Weinen brachte, nicht nur die Reisenden, die sich trennten, auch die, die zuschauen wollten, die ohne besonderen Grund zugegen waren und niemandem nachtrauern mussten. Das Schiff fuhr nun sehr langsam, aus eigener Kraft, den Fluss hinab. Lange sah man seine hohe Gestalt auf das Meer zusteuern. Viele Leute schauten ihm nach, gaben immer langsamer, immer mutloser werdende Zeichen mit ihren Schals, ihren Taschentüchern. Und dann, zuletzt, nahm die Erde die Gestalt des Schiffs in ihre Krümmung. Bei klarem Wetter konnte man es langsam sinken sehen. Dieser Schluss ist natürlich besonders schön, wie das Schiff so unter den Horizont sinkt. Ja, das waren so für mich sehr wichtige Momente bei diesem Buch, auch seine Poetizität zu bewahren und seine Musikalität. Übrigens zum Thema Übersetzer und Schriftsteller-Übersetzer, das ist ja so eine Kombination, die auch ihre Tücken hat, weil man erstens nicht gleichzeitig schreiben und übersetzen kann. Also wenn ich mich in eine Übersetzung vertiefe, dann geht eigentlich nebenher nichts mehr. Das ist ja auch eine Welt für sich. Und
Ja, und man muss sich einfach sehr, sehr intensiv mit einem Buch, das man übersetzt, beschäftigen. Aber bei diesem, ausgerechnet bei diesem Buch, das ich unter Zeitdruck übersetzen musste, konnte ich einmal nicht mehr. Also sozusagen meine Antennen für Duras, die waren in einem bestimmten Moment, musste ich die reinziehen. Ich war nicht mehr sensibilisiert für den Text. Ich hatte so das Bedürfnis, was Eigenes zu schreiben. Dann habe ich diese Arbeit unterbrochen und habe eine Erzählung geschrieben, Arsenal, die hat überhaupt nichts mit Duras zu tun und mit Saigon. Die spielt in Triest zu einer ganz anderen Zeit. Aber weil man mich immer fragt, ja, ob denn das, was man übersetzt, auch möglicherweise auf das eigene Schreiben einen Einfluss hat. Und dann sage ich immer nein und wehre das ab. Aber auf der Ebene der Musikalität funktioniert es eben doch anders. Also ich hatte diesen Text so verinnerlicht und seinen Rhythmus und seine Musikalität, wie gesagt, dass ich dann eine Erzählung geschrieben habe und jetzt suche ich gerade das Zitat, ich kann das nicht mehr ganz auswendig. Und in dieser Erzählung, der Schluss dieser Erzählung lautet so, und jetzt werden Sie das schon selber wiedererkennen, nachdem ich Ihnen jetzt das Passus vorgelesen habe von Duras. Kein Wort, sie duschten, sie aßen und dann, um sich ihrer Niederlage zu vergewissern, überließ die Frau das Kind dem toten Körper der Nacht. Das ist das Ende meiner Erzählung, Arsenal. Und das Ohr hatte, wie mir es später bewusst wurde, repliziert, und zwar auf jene Stelle in Duras Roman, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe, wo es heißt, und dann, zuletzt, nahm die Erde die Gestalt des Schiffs in ihre Krümmung. Bei klarem Wetter konnte man es langsam sinken sehen. Also es war eine rein musikalische, ein musikalisches Echo. Auf der Inhaltsebene kommen bei mir wirklich keine Repliken vor. Also das muss man schon versuchen, ziemlich deutlich zu trennen. Du hast es an den Anfang deiner Sammlung gestellt, diese Geschichte. Es gibt ein Sammelband durch Schnee, ein Auswahlband, und dieser wird eröffnet mit der Geschichte Arsenal. Genau. Ich habe noch eine Frage, damit greife ich etwas noch zurück auf diese Theateraufführung, die du angesprochen hast. Du hast dort gesagt, dass der Regisseur, die Schauspieler da sehr gut, sehr glimpflich mit der Übersetzung umgegangen sind. Da bist du ja mit deiner Übersetzung noch in ein weiteres Feld vorgedrungen, nämlich auf die Bühne. Die Bühne hat ihre eigenen Gesetze, die sie ja jedem Text irgendwie aufzwingt. Du hast gesagt, dass im Text kaum Veränderungen vorgenommen wurden. Jetzt mit jeder Übersetzung landet man, ob man will oder nicht, in einem Lektorat, wo ganz bestimmte Erwartungen sind von Seiten des Verlags. Es sind Erwartungen an den Verkauf, es sind Gepflogenheiten im Umgang mit deutscher Sprache. Was sind deine Erfahrungen mit dem Lektorat? Dass man dir, also du hast dich darum bemüht, möglichst getreu entlang dem Text zu gehen, deine Sprache dem anderen zur Verfügung zu stellen. Und jetzt kommt deine Lektorin, kommt dein Lektor und sagt, naja, also aus dem Trottoir machen wir einen Gehsteig, aus dem und so weiter, also die Sachen, die es dann immer gibt beim Transfer. Gibt es auch Kürzungen, Streichungen, Ersetzungen oder so? Wie geht man damit um? Nein, am Originaltext darf man ja nicht, also man darf ja nicht einen Text kürzer machen oder an Duras oder Kisch oder Kertész was machen. Also das kann man nur in Absprache mit dem Autor machen, wenn überhaupt. Naja, zur Lektoratsarbeit unterschiedlich. Wenn man aus dem Russischen übersetzt, hat man erstens kaum je einen Lektor, der diese Sprache überhaupt kann. Das heißt, diese Lektoren, es gibt schon, wenn man Glück hat, schon jemand, der ein bisschen Russisch kann und vielleicht doch.
ein guter Lektor an sich geht wirklich von der Übersetzung aus und hat ein gutes Ohr und legt den Finger oft mit einer unglaublichen Exaktheit auf Stellen, die wirklich nicht gelungen sind oder die unklar sind oder also vom so. Vom Deutschen her. Vom Deutschen her. Also ohne die Ausgangssprache, die Ursprungssprache zu kennen, sind sie oft doch fündig geworden. Das ging mir sogar mit dem Serbokroatischen so, das konnte diese Pieper-Lektorin auch nicht. Aber sie hat manchmal den Finger dahingelegt und dann war wirklich was. Manchmal behelfen sich die Lektoren in solchen Fällen bei etwas ausgefallenen Autoren, wie gesagt, oder Sprachen, die sie nicht können, mit schon existierenden Übersetzungen. Da gab es eine französische Übersetzung, wobei eine solche Übersetzung auch keine Gewähr ist, dass das nun alles auch richtig ist, aber sie sichern sich quasi ab, indem sie andere Übersetzungen beiziehen. Und es gab schon immer wieder Arbeiten. Also gerade hier hatte ich mit Elisabeth Borchers zu tun, eine Grande Dame à l'époque bei Suhrkamp und Insel, selber Dichterin. Und sie hatte dann manchmal so auch kleine Idiosynkrasien, also nun und jetzt. Manchmal wollte sie unbedingt das eine und nicht das andere. Und schon und bereits, manchmal klingt das eine im Kontext besser, aber da hatte sie auch ihre Idiosynkrasie. Und da haben wir uns manchmal ein bisschen gestritten. Und ich habe gesagt, hören Sie, ich habe aber doch auch meine Gründe, das so gemacht zu haben. Und wenn Sie es übersetzen würden, würden Sie es dann vielleicht anders machen. Aber es ist meine Übersetzung. Und dann habe ich das auch hin und wieder dann verteidigt. Und bei ihr war vielleicht auch gerade die Schwierigkeit, dass sie einerseits eine exzellente Lektorin ist, aber auch eine Autorin. Und wie gesagt, sie hatte Idiosynkrasien. Und das habe ich so bei keinem anderen Lektor erlebt. Ganz einfach Vorlieben und da führte nichts dran vorbei. Das musste dann so sein. Und da haben wir etwas gerungen miteinander. In anderen Fällen war das sehr, sehr angenehm. Also ich möchte jetzt nicht mehr Namen nennen, aber eigentlich, ich habe selten Lektorate als quälend empfunden, sondern sehr hilfreich. Ich erwarte auch, dass Lektoren auch was tun. Also, weil es gibt so langsam eine Tendenz in den Verlagen, dass man also schon bis zur Gestaltung alles selber machen muss. Nein, Lektoren und Verlage, gute Verlage haben in der Regel auch gute Lektoren und es ist ein Dialog erstmal, den man führen möchte und man ist auch froh, dass jemand gegenliest. So ergeben sich bessere Resultate, zweifellos. Aber es war also nicht so, dass da wild herumgestrichen wurde oder gekürzt oder so, also das nicht. Aber schon ein Lektorat, also ja. Ja, zum Thema Diskussionen, die gibt es ja vielleicht auch, wenn Sie übersetzt werden. Wie ist Ihre Zusammenarbeit, Ihr Verhältnis zu Ihren Übersetzern, Übersetzerinnen? Sind Sie da, weil Sie selbst übersetzen, eher fordernder oder sind Sie eher verständnisvoll oder wie läuft das? Ach, das ist jetzt eine sehr interessante Frage, weil sie auch sehr aktuell ist. Ich hatte früher nicht so dieses Umgekehrte, weil nicht so viel von mir übersetzt wurde. Jetzt mehr ist jetzt doch in 12 Sprachen übersetzt. Und ich habe mit vielen Übersetzern, vor allem da, wo ich mitreden kann im Sinne der Sprachbeherrschung, zu tun gehabt. Also Ungarisch, Russisch, Slowenisch, Französisch, Italienisch und so. Beim Schwedischen muss ich jetzt passen. Aber ich bin einerseits natürlich, weiß ich um die Schwierigkeiten meines Textes, den ich geschrieben habe, und auch um die Schwierigkeiten der Übersetzung, beides. Und ich habe mich jedenfalls immer anerboten bei all diesen Übersetzern und Übersetzern, dass ich sehr gerne auf Fragen antworte. Und ich habe sie immer auch schon auf einige Stellen hingewiesen, die schwierig sind. Haben sie natürlich auch selber gemerkt, aber nicht immer. Und so hat sich immer ein Kontakt ergeben. Heute habe ich gerade eine Mail geschrieben an meine schwedische Übersetzerin. Es gibt in mehr ein Akronymgedicht. Das ist natürlich was besonders Kompliziertes, weil
auf Triest und ein Akronym läuft horizontal, also die ersten Buchstaben der einzelnen Wörter ergeben horizontal gelesen das Titelwort, in dem Fall Triest. Und nicht alle Übersetzer haben das geschafft, weil man dann sich wiederum inhaltlich Freiheiten nehmen muss. Wenn man diese strenge Form bewahren muss, muss man natürlich inhaltlich ein bisschen abweichen, das ist klar. Wieder andere haben es vorgezogen, näher beim Text zu bleiben und durch eine Häufung dieser Buchstaben T-R-I-E-S-T den Anschein eines Akronyms zu wecken, aber es ist keines in Wirklichkeit. Und die schwedische Übersetzerin hatte da auch Fragen und da haben wir jetzt gerade so ein bisschen hin und her gemeldet. Also das ist zum Beispiel so eine kleine Stelle, die extrem schwierig ist im Buch. Und ich verlange nicht, dass die ein Akronym machen, nur wenn sie unbedingt wollen. Und dann zeigen sie es mir und dann sage ich, also da sind sie jetzt in eine Richtung abgeschweift, die mein Gedicht verrät. Da sind sie zu weit weg von dem Original. Versuchen Sie doch da vielleicht einen anderen Ausdruck für dieses Wort zu finden. Also ich habe ziemlich eng zusammengearbeitet mit mindestens 6 Übersetzern und Übersetzerinnen und es ist wahnsinnig aufwendig. Also ich habe da wirklich manchmal Mails geschrieben, die 10 Seiten lang sind, weil die Leute nicht in der Nähe sind. Angenehmer wäre, man würde sich zusammen hinsetzen, Kaffee trinken und über alle diese Stellen reden und sie ausdiskutieren. Aber jemand ist in Budapest und jemand ist in Petersburg und jemand ist in Göteborg und wir können nur das per Mail machen. Das sind natürlich auch schöne Reisedestinationen. Und, ja. Und dann dieses Mailen, das zu erklären, manchmal ist eine einzige Erklärung sehr, sehr lang. Ja? Ich muss dann sehr lange erklären, warum etwas so und nicht anders ist und warum ich finde, dass das noch nicht die Lösung ist. Ich habe mir alle Übersetzungen gesamthaft schicken lassen, also die ganzen PDF und habe alles durchgelesen und habe immer mal wieder so einen Finger irgendwo draufgelegt, weil manchmal haben sie doch was nicht verstanden. Aber es beginnt ja schon mit dem Titel, ne? Und es beginnt mit dem Titel, genau. Mhm. Mehr, mehr. Ja, was macht man da? Französisch heißt es La mer encore. La mer encore. Mhm. Oder mer encore. La mer encore. Mhm. Ich glaube. Ja, ich glaube, ich habe es, ja, sie liegt ja vor, ich habe sie irgendwo gesehen, aber es ist mir nicht geblieben. Ich habe bloß sofort geschaut, wie löst man das, hat mich ja, nämlich genau. Interessiert. Also es ist auch im Grunde genommen, kann man da nur ganz witzig sein oder scheitern oder so, es gibt ja nicht. Also ich kann Ihnen mal ein paar Titel nennen, einfach Sie hören es ja, ob es irgendwie klingt oder nicht. Mnogomora, kroatisch, Mnogomora. Mira Moria auf Russisch, das ist eigentlich das Maß des Meeres. Morje Moje, Morje Modro Moje Slowenisch. Rengetek Tenger, Ungarisch. Rengetek Tenger, also Rengetek heißt aber sehr viel mehr, nicht mehr, sehr viel mehr. Rengetek Tenger, aber klingt ganz gut. Nadasch hat es gefallen, ich frage dann auch die Autoren. Polnisch heißt es Mało Morza Mało, also eigentlich eine Wiederholung. Aber es bleibt bei klanglichen Erlebnissen. Mało Morza Mało, aber Italienisch ist der Hammer. Das heißt Il mare che bagna i pensieri. Das hat der Übersetzer nicht gewollt, das hat nämlich der Verleger ihm. Das ist manchmal, die Verleger machen manchmal die Titel, das ist eine Katastrophe. Oder der Titel war schon vergeben natürlich, nicht? Nein. Aber Più mare ist nun auch zu wenig, ja, Più mare geht nicht. Aber Il mare che bagna i pensieri. Und dann sagte mir jemand, ja, es gäbe einen Roman von der Anna Maria Ortese, auch mit etwas Bagna und so, und dass ein Italienischkenner diesen anderen Titel dann vielleicht erinnert. Und da die Orthese bekannt ist und ich nicht,
Ist das ein Vorteil fürs Buch? So machen eine gute Nachbarschaft natürlich. Aber der Titel kam von Celerio in Palermo, Il Mare che bagna pensieri. Ist aber eine gute Adresse wiederum, ja? Ist doch ein interessanter Verlag. Ne? Ja. Mhm. Und Schwedisch weiß ich gar nicht, wie es heißt. Ich kann nicht Schwedisch. Aber das will ich ja noch erfahren. Das klingt, glaube ich, auch ganz gut. Ja, ja. Also es fing mit dem Titel an und tatsächlich gibt es viele Stolpersteine in dem Buch. Und es hat mich sehr gefordert, weil ich hätte in der Zeit, glaube ich, schon ein eigenes Buch wieder geschrieben, wenn ich nicht so viel mich mit diesen Übersetzungen beschäftigt hätte. Aber natürlich im eigenen Interesse. Vielleicht nehmen Sie sich auch so viel Zeit, weil Sie eben selbst auch übersetzen. Ja, das interessiert mich ja sehr. Und ich, manchmal denke ich mir auch Lösungen aus. Ja, man kann Schlimmes verhüten. Ja. Einmal hat eine slowenische Übersetzerin, da ging es um eine Kiefer, ein Baum, ja. Die hat das mit der Kiefer übersetzt. Sie können sich vorstellen, wie surrealistisch diese Stelle wurde. Überhaupt war das alles ganz surrealistisch. Und wenn der Übergang nicht stimmte, hat sie sich natürlich was ausgedacht. Und dann wurde es immer noch surrealistischer. Sie haben noch ein Textbeispiel von Zvetajeva, oder? Vielleicht. Ja, ich denke, wir haben ja mit Marina Zvetajeva angefangen und Sie haben ein Beispiel aus der Lyrik mitgebracht, aus der wenigen Lyrik von Zvetajeva, die Sie übersetzt haben. Das wäre vielleicht ein schöner Übergang dann auch zu den Fragen, die das Publikum zum Abschluss dann noch stellen kann. Ja, ein ganz kurzes Gedicht, das in einer Anthologie, die ich herausgegeben habe, von Zvetajeva erschienen ist, wo viele Übersetzer und Übersetzerinnen übersetzt haben, auch Elke Erb, auch Felix Philipp Ingold und andere. Und ich habe mir 2-3 kurze Gedichte vorgenommen. Das ist ein relativ frühes Gedicht von 1918. Und heißt russisch so: Там, где мёд, там и жало, там, где смерть, там и смелость. Как встречалась, не знала, а уж так встрелось, спелось heißen, ja. В поле дуб великий, разум рухнул главою, так без женского крика и без бабьего вою разлучаюсь с собою. Auch wieder Reime, Wortspiele, Smert, Smelest, also Tod und Kühnheit. Und dann dieser schöne Schluss, разлучаюсь с собою, разлучаюсь с судьбою. Ja, man versucht eben etwas draus zu machen. Wo Honig ist auch ein Stachel, wo Tod ist auch Torheit. Ich weiß nicht, wie wir es schafften. Einmal zusammen war es Hochzeit. Auf dem Feld stand eine Eiche, fiel um ganz plötzlich und so ohne Schreie. Und so, ohne Weinen, nehme ich Abschied von dir, nehme ich Abschied von mir, nehme ich Abschied vom Geschick. Die, die hier Russisch können, insbesondere hier liebe Freunde und eine wunderbare Übersetzerin, haben natürlich gehört, dass ich Женского Крика, ich habe nur Schreie übersetzt und nicht weiblicher Schrei, und bis Babjewa Voju, auch hier Babi ist auch, bezieht sich auch auf weibisches Weinen. Wegen des Rhythmus habe ich auf diese Adjektive, die das viel länger gemacht hätten, verzichtet, nur damit Sie eine Begründung sehen. Mir ging es auch sehr um diesen Rhythmus. Zvetajeva hat immer sehr klare Rhythmen, sehr oft auch männliche Reime. Hier in dem Gedicht gerade weniger,
Und das sind dann so Entscheidungen, also auch Smearlist, Smeert und Smearlist, da habe ich etwas auch Kühnes gemacht, nämlich im Original steht Kühnheit. Ich habe Tod und Torheit gemacht. Also da kann man, das kann man kritisieren. Aber es einfach nicht zu versuchen, diesem musikalischen und auch rhythmischen gerecht zu werden, das ist, das schien mir dann eben auch irgendwie auch unbefriedigend. Aber ich sagte Ihnen, ich habe aus dem genannten Grund so wenig Lyrik übersetzt, weil es mir immer als Quadratur des Kreises erscheint. Es bleibt immer etwas auf der Strecke. Tsvetaeva ist sowieso hoch elliptisch, also wie es gar nicht elliptischer geht. Auch das kann das Deutsche in dieser Konsequenz und Strenge auch nicht. Und ja, es ist, wie gesagt, ein Versuch und dabei lasse ich es bewenden. Viel mehr habe ich von ihr Prosa übersetzt, auch da gibt es sehr viel Wortspiele. Aber das ist wirklich zu schaffen. Ich glaube, mit gutem Gewissen zu sagen, dass ich da mein Bestes gegeben und versucht habe. Auch da klappt nicht immer alles. Aber bei den Gedichten, wenn man sowohl die Form wie auch den Inhalt möglichst wiedergeben will, möglichst, dann muss man auch sozusagen Verluste hinnehmen. Und diese Verluste tun einfach weh. Ja? Diese Verluste schmerzen und es bleibt ein bisschen unbefriedigend. Aber darum auch die zweisprachige Ausgabe. Mhm. Und wer nicht Russisch kann, ich zähle dazu, konzentriert sich auf das, was er versteht. Und ja. Also ich habe immer sehr stark mit dem Ohr gearbeitet, auch in meinen eigenen Texten übrigens. Ich glaube auch, dass das Übersetzen sehr viel mit dem Ohr zu tun hat. Jedenfalls solche Literatur, nicht? Wir sprechen ja jetzt hier doch über Autoren, die enorm ihr Metier beherrschen und einen ganz starken Personalstil haben. Ich bin auch wirklich in der glücklichen Lage bisher gewesen, dass ich sehr interessante Autoren und Autorinnen übersetzt habe, von denen man viel lernen kann und die natürlich mit der Sprache ganz viel machen, also wo auch die Sprache selbst genauso wichtig ist wie sozusagen das, wovon sie handelt. Die Sprache ist selbst ein Akteur, ist ein Protagonist und diese Sprache, die muss man ganz ernst nehmen, die muss man mit allen Fasern und auch mit dem Ohr aufnehmen und dann wiedergeben. Und mich interessiert eigentlich nur solche Literatur. Anderes würde ich ungern übersetzen, da wäre mir die Zeit fast zu schade, aber nicht bei diesen Autoren, von denen ich selbst sehr viel gelernt habe. Durch das, ja, und die handwerkliche Seite gibt es natürlich immer. Es gibt, wenn ich sage, ich bin eine Art auch durchlässiges Medium, so gibt es eine ganz, ganz klare handwerkliche Seite, über die man auch lange diskutieren kann. Also es ist ja immer interessant, über Übersetzungen zu sprechen, weil es auch um ein Handwerk geht. Ja? Und nach Lösungen zu suchen, auch gemeinsam. Ich war schon bei vielen Symposien zum Thema Übersetzen. Ich habe nichts Interessanteres erlebt als Symposien zum Thema Übersetzen. Da kann man sich so abarbeiten, wirklich an einzelnen Stellen und sich streiten und nach neuen Lösungen suchen und noch besseren Lösungen. Man kann auch eigene Übersetzungen immer wieder mit Augen anschauen, als lese man sie zum ersten Mal. Und es gibt immer mal wieder etwas zu verbessern. Also ich glaube, auch Übersetzungen haben ihre Zeit. Sie können auch altern, wie wir wissen. Es wird ja gerade in letzter Zeit enorm viel neu übersetzt. Klassiker werden neu übersetzt. Hanse hat da enorm Erfolg mit seinen neuen Klassikerübersetzungen. Früher hat Ammann begonnen mit Dostojewski und Svetlana Geier. Und dann kam eben Hanser mit Manzoni und Flaubert und Stendhal und Tolstoi und so weiter. Und es geht erfolgreich weiter. Die Leute werden sensibilisiert darauf, dass sie jetzt eine neue Übersetzung lesen, eben von Svetlana Geier, von Dorothea Trottenberg, von Rosemarie Tietze, von Elisabeth Edel. Es wird auch wirklich mehr und mehr in der Presse besprochen. Also Elisabeth Edel hat für ihre Madame Bovary-Übersetzung
in der Süddeutschen Seite eine ganze Zeitungsseite bekommen, Kritik, also positive Kritik. Man setzt sich auseinander. Das heißt, es ist nicht sinnlos, Werke von Zeit zu Zeit neu zu übersetzen, weil sie sich neu erschließen, weil sie auch neu gelesen werden, weil wir in einer anderen Zeit leben, die man mit berücksichtigen muss. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, dass auch viel neu übersetzt wird. Altes, was schon zigfach übersetzt war, kommt in einer neuen Gestalt und begegnet uns dadurch auch neu. Svetlana Geier hat zum Beispiel sehr darauf geachtet, in ihren Übersetzungen die Figurenrede stärker herauszuarbeiten in Verbrechen und Strafe. Sie hat auch viele Titel geändert, aber das ist nicht der Punkt, sondern zum Beispiel die Figurenrede. Das war in den früheren Übersetzungen wenig. Sie hat auch sehr oft sozusagen bestimmte Termini, die typisch sind für Russland, für die russische Kultur, übernommen, so Telkel, Kleidungsstücke, Chalat oder eben Arshin, es gibt ja die Maße, die Maßeinheiten, Gewichtmaße und so weiter, dass man das beibehält. Man kann das hinten kommentieren, wie viele Kilometer oder Kilo das sind. Aber das trägt auch bei zu einem gewissen Lokalkolorit. Das heißt, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, ist aber auch nicht schlimm, dass man ja bei Übersetzungen immer auch eine andere Kultur mit überträgt. Und man kann da verschieden vorgehen. Man kann versuchen, das andere, das Fremde stärker zu bewahren, auch in der Zielsprache, was sozusagen zur Konsequenz hat, dass man dann manchmal in einem Apparat, in Anmerkungen etwas erklären muss, weil es nicht gleich bekannt ist dem deutschen Leser. Man kann anders verfahren, indem man stärker eindeutscht, also sozusagen auch kulturell es mehr rüberholt in die deutsche Kultur. Ich glaube, dass diese andere, diese Benjaminsche Ansicht, nämlich ein gewisses Maß an Fremdheit beizubehalten, soweit es nicht zum Stolperstein wird, also, sondern einen nur signalisiert, wir haben es mit einer anderen Kultur zu tun, das dann eher beizubehalten. Ich glaube, dass diese Tendenz vielleicht bei neueren Übersetzungen, die ich so gelesen habe, auch von Klassikern überwiegt. Es gibt immer noch die andere, die sich vielleicht für leichtere Literatur eignet, nämlich dieses Eindeutschen, also alles möglichst so lesbar zu machen, dass die Leute denken, es ist deutsch geschrieben, aber ich finde das falsch. Und ich war sehr erbost neulich, dass im Literaturclub des Schweizer Fernsehens die ganze Sendung lief und es waren mindestens 3 Bücher, die übersetzt waren, von Burnside und ich habe jetzt nicht mehr alles im Kopf, von Pynchon zum Beispiel, also schwere Bücher, ja, also schwer zu übersetzende Titel und kein Wort, dass es übersetzt wurde und kein Wort, wie das übersetzt, nicht mal die Namen wurden genannt. Ich habe sofort eine Mail geschrieben ans Fernsehen und gesagt, Kinder, das könnt ihr nicht machen, das ist eine solche Missachtung der Übersetzer, die sich hier jahrelang reingekniet haben und wirklich gute Arbeit geleistet haben und ihr erwähnt nicht mal den Namen. Die Zuschauer denken, tun so, als wären das Originale im Deutschen. Ja? Es geht einfach nicht. Also manchmal ist man erstaunt über die Nachlässigkeit, was das angeht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wird in der Presse doch jetzt gerade bei den Neuübersetzungen doch oft gründlich geschrieben und auch recherchiert, was das angeht. Vor allem bei Sprachen, die so einigermaßen vorauszusetzen sind, nicht? Also es ist schon sehr viel schwieriger, über Ungarisch und so qualitätvoll zu urteilen, Übersetzungen zu beurteilen, als Französisch, Englisch und so. Ja, ich denke, zum Abschluss haben Sie sicher auch ein paar Fragen an Frau Ragusa. Doch ich übergebe Ihnen das Wort. Ich kann eine unbedarfte Frage stellen als Laie. Sie haben das Handwerkliche erwähnt vorhin. Und
können Sie da vielleicht noch etwas konkreter werden? Also Sie haben ja das ganze Werk vor sich, das einzelne Wort, den Satz, den Abschnitt. Haben Sie da den Mut, mal den Abschnitt mal durchzuübersetzen und nachher sich das anzuhören? Oder sind Sie im Duktus des Originals schon so drin, dass Sie da munter, also dass da gar kein Problem ist diesbezüglich? Oder gehen Sie vom Wort aus? Also was die Munterkeit angeht, da muss ich Sie enttäuschen. Ich persönlich finde Übersetzen ein langsames Metier. Und also wenn ich selber schreibe, bin ich auch nicht schnell, aber doch wesentlich schneller. Weil ich muss nicht immer auch in Wörterbüchern, man muss auch in Wörterbüchern konsultieren, auch wenn man meint, eine Sprache schon ziemlich gut zu können, weil manchmal ist es die vierte Bedeutung eines Wortes, die an der Stelle gemeint ist und nicht die allererste, auf die man so stößt. Also man kann nicht oft genug sich vergewissern in Wörterbüchern, ob man es wirklich, ob das die Bedeutung ist oder eine andere. Und es ist ein sehr langsamer Vorgang. Ich muss zuerst das ganze Buch gelesen haben und möglichst noch andere Bücher desselben Autors, wie ich schon gesagt habe, und das dann situieren im Kontext. Und dann arbeite ich mich Satz für Satz vor, weil ich kann zum Beispiel nicht, ich persönlich, da sind die Leute sehr unterschiedlich, ich kann nicht etwas stehen lassen, wenn ich den Eindruck habe, das ist noch ganz, ganz provisorisch. Außer manchmal mache ich ein Fragezeichen, Klammer, Fragezeichen, weiß, da muss ich drauf zurückkommen, weil ich das noch an anderen Orten noch verifizieren muss. Aber im Prinzip kann ich überhaupt nur weiter übersetzen, wenn die Sätze schon einigermaßen stimmen und auch, wie gesagt, irgendwie einen Körper haben und eine Struktur und einen Rhythmus. Weil ich mache nicht 5 Fassungen, weder im eigenen Schreiben noch im Übersetzen. Es gibt eine Fassung und das überarbeite ich einmal gründlich. Aber das heißt nicht, dass ich das erste Mal schon ungründlich bin, sondern ich versuche schon eine erste Fassung herzustellen, an der ich mich festhalten kann, also die nicht überall wackelt und durchsetzt ist von Fragezeichen. Deshalb ist es ein extrem langsamer Vorgang. Und dann übersetze ich wirklich einen Abschnitt, dann lese ich ihn nochmal durch. Wie ist dieses Ganze, wie klingt das? Und wissen Sie, auch dann beim Weiterlesen, man findet ja immer, beim Übersetzen ist man ja, weil man langsam ist, ist man auch gezwungen, so genau zu sein. Nicht? Und beziehungsweise man muss sowieso genau sein, ist auch deshalb langsam. Also es ist vice versa. Man ist langsam, weil man genau sein muss und so weiter. Und man entdeckt oft Zusammenhänge, die man beim Lesen vorher doch nicht gemerkt hat. Weil das Lesen ist noch ein Lesen. Da kann man zwar den Bleistift benutzen, aber man hat noch nicht angefangen zu übersetzen, sich also Wort für Wort durchzuarbeiten durch diesen Teig. Man isst sich durch diesen Teig durch. Und dann gehen einem auch plötzlich Zusammenhänge auf. Dann muss man wieder dem nachgehen. Moment mal, da war doch schon eine Stelle. War die jetzt identisch oder war sie nur ähnlich? Ja? Also bei Danilo Kisch in Sandor ist es unglaublich kompliziert, weil da eine bestimmte Szene dann zigmal erzählt wird, immer mit leicht verschobenem Blickwinkel. Und es ist manchmal identisch, 2 Sätze, und dann wieder der dritte Satz ist wieder anders. Und das merkt man erst sozusagen by doing, ja, by doing. Also, und deshalb ist es eine Arbeit, also für mich einmal durch und dann noch einmal sehr genau durch. Ich habe früher, als ich noch mit der Schreibmaschine geschrieben habe, sogar meine Übersetzungen 2-mal abgeschrieben. Können Sie sich vorstellen? 2-mal abgetippt, auch 400 Seiten Zvetajeva Briefe. Und Sie glauben nicht, was mir beim Abschreiben alles aufgefallen ist. Und das ist leider jetzt beim Computer nicht mehr so, weil da kann man alles reinflicken und so schnell ändern. Das Abschreiben hatte eben den Duktus. Ich habe von A bis Z alles abgeschrieben. Nochmal das Ganze durch. Nicht nur hier ein Kapitel und dort, so Flickwerk, sondern das Ganze durch und habe mir das halblaut vorgelesen. Und ich habe diesen Arbeitsgang später sehr vermisst beim Computer, obwohl ich dankbar bin, dass es ihn gibt. Aber eigentlich war das unglaublich wichtig. Ja? Und das 2-mal.
Also da habe ich zweimal abgeschrieben und einfach um das noch einmal zu vertiefen. Sonst arbeite ich nicht mit Sichtfassungen. Aber dieses Abschreiben war sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das voll beantwortet habe. So Wort für Wort. Aber wissen Sie, mit sich Unterbrechungen, dann lesen Sie einen Abschnitt und er klingt so gut im Original, bis Sie den Deutsch haben, kann es Stunden dauern, weil Sie dazwischen x-mal Wörterbücher konsultiert haben. Ich bin nicht so geschickt, dass ich alles aus dem Computer raushole, so schnell Computer dazu, das auf, das wieder zu, sondern ich schleppe meine Wörterbücher an, ich arbeite mit solchen Stapeln an Wörterbüchern und da muss man zuerst mal die richtigen Seiten finden und so weiter, ja. Ja. Vielen Dank für die Eindrücke, die Sie uns geben. Ich empfinde großen Respekt für Ihre Arbeit. Ich würde fragen, ob Sie auch Erfahrungen mit dem Übersetzen philosophischer oder religiöser oder allgemeiner nicht-literarischer Texte haben? Nein, ich habe kaum Texte gelesen, übersetzt, die nicht literarisch sind, ganz wenig, also so ein bisschen literaturwissenschaftlich oder ein bisschen zeitgeschichtlich oder mal ein Essay von Solzhenitsyn, der jetzt nicht streng literarisch war, sondern eher von Unterdrückung handelte oder so und philosophisch und religiös. Ich habe mal ein paar Gedichte übersetzt, die religiösen Inhalt hatten, aber es war trotzdem Lyrik eben. Also so Sachbücher habe ich eigentlich nicht übersetzt, obwohl mich das Thema Philosophie, Religion sehr interessiert, aber ich habe das nicht selbst in die Hand genommen. Ja, ich habe, glaube ich, von Berdjajew habe ich mal so kleine Texte übersetzt, ja. Fällt mir jetzt ein, es liegt sehr lange zurück, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, stehen in Ihrem Buch Mehr, Mehr, steht ein kleines ungarisches Gedicht oder ein Kinderreim, ich glaube, es geht um ein Handschuh, ja? Aber das steht unübersetzt dort. Und Sie muten das der Leserschaft zu, es spielt keine Rolle, ob man das versteht oder nicht. Geht es da irgendwie um die Musikalität oder... Es ist in dem Kapitel Budapest Remixed. Vesző, vesző, veszőcske, készen van a fejecske, nagy a hasa, hosszú nyaka, nagy a hasa, készen van a törökbasa. Das ist dieses, wissen Sie, wie man so zeichnet, Strichlein, Strichlein, gibt es das auch im Deutschen, und dann der Kopf. Hosszú nyaka, nagy a hasa, készen van a törökbasa. Aber ich gebe das wieder, also es ist nicht eine wörtliche Übersetzung, im Kontext sage ich schon, um was es geht. Ich habe nur das Gedicht nicht, also das ist so ein Sprüchlein, ja, nicht wörtlich übersetzt, aber aus dem Zusammenhang ist nicht so, dass ich dem Leser zumute, dass er das jetzt verstehen muss. Ich sage, ich hätte Strichlein, Strichlein, ich habe das mehr, mehr nicht da und um was es geht und fertig ist der... Fertig ist der Türkenpascha. Es ist nämlich der ungarische Pascha, weil ich über das osmanische Budapest erzähle. Wir wohnten am Rosenhügel und da sind diese ganzen Gülbabas Denkmal und einige türkische Bäder. Und ich sage, mein Budapest hat sich osmanisiert, auch durch das Sprüchlein, fertig ist der Türkenpascha. Ja? Und naja, Budapest war eine Zeit lang in Türkenhand und so hat sich dieses Sprüchlein geformt. Sonst versuche ich schon, glaube ich, in mehr und mehr alles, was irgendwie ein bisschen fremdländisch ist, das dann zu übersetzen. Also auch, Jojcicuška, Micuška, Micinajak. Also, ach Kätzchen, Miezchen, was soll ich tun, ja, in dem Märchen und so. Und da steht aber eine Übersetzung daneben. Nur klingt es nicht so schön wie Ungarisch. Jajcicuška, Micuška, Micinajak. Sie hören ja. Ach Kätzchen, Miezchen, was soll ich tun? Sepala mem Schoße. Wir haben sonst auch die Möglichkeit, beim kleinen Apéro Fragen zu klären. Aber, ja. Also ich wollte nur sagen, für die vielleicht hier im Saal sitzen und vielleicht auch selber übersetzen, es gibt immer wieder Verluste, die Sprachen sind nicht kongruent natürlich,
Und je weiter eine Sprache auch kulturell entfernt ist, desto größer ist diese Gap, diese sozusagen Kluft, Chinesisch oder Arabisch, das ist dann noch einiges schwieriger als Ungarisch. Aber ich möchte mit einem Satz schließen, den ich Joseph Brodsky verdanke, oder Josif Brodsky. Er sagte nämlich, Übersetzen ist die Kunst des Möglichen. Also auch wenn man als Übersetzer immer wieder die eigene Unzugänglichkeit zu spüren bekommt und an Grenzen stößt und weiß, also hier ist es nicht wie es sein sollte, aber einiges davon habe ich rübergerettet, manchmal mehr, manchmal weniger. Es geht, wie gesagt, gar nicht. Man kann nicht alles schaffen. Ja? Sie haben ja gesehen bei den Beispielen, auch bei Duras, was ich Ihnen gesagt habe, Elle Lagonelle, Elle beaucoup plus belle, es geht nicht. Und auch bei Tsvetaeva, Smirt und Smirlist, also Tod und Torheit, aber Tod und Kühnheit, dann ist es was anderes und dann klingt es auch nicht mehr. Es bleibt etwas auf der Strecke, aber es ist die Kunst des Möglichen und man kann sich annähern und annähern und nochmal annähern. Und es ist ein wunderbarer Beruf, finde ich. Also es ist eine große Herausforderung, immer. Und eben gerade, vielleicht arbeitet man sich auch deswegen immer neu ab, weil da ist dieses kleine bisschen Unmöglichkeit. Es ist die Kunst des Möglichen mit ein bisschen Unmöglichkeit. Und voilà. Also ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Wir sind schon spät dran. Sie waren außerordentlich geduldig. Meine Stimme war ein bisschen angeschlagen, weil ich gestern 8 Stunden im Zug gesessen bin und immer hole ich mir irgendwas in diesen Zügen. Und plötzlich merkte ich, meine Stimme ist etwas brüchig. Es tut mir leid, ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Und vielen Dank für Ihr großes Interesse und Ihr geduldiges Zuhören.